Bismillahirrahmanirrahim, liebe Schwester im Islam, wir haben darüber geredet, auf der einen Seite gibt es diese Wala wal-Bara, diese Liebe, die Loyalität und die Verabscheuung für Allah subhanahu wa ta'ala. Auf der einen Seite finden wir Verse im Koran, die uns zeigen, dass wir wirklich standhaft und hart sein sollen. Zum Beispiel Sure 48, Vers 29. Ja? Wo Allah sagt, Muhammad Rasulullah, walladhina ma'u ashidaw al-kufar ruhamaw bainahum. Muhammad ist der Gesandte Allahs, und die mit ihm sind, sind heftig gegen die Ungläubigen und barmherzig zueinander. Dann findet man beispielsweise, und dann sagt Allah danach, ich lese mal die Übersetzung vor, ja, dass er, weil die Übersetzung ist nicht so einfach, ich will das lieber von der Übersetzung hier vorlesen, ja. Er sagt danach, also, du siehst sie sich im Gebet beugen, Taram, Rukka, Sujada, Yabdaruna, Fadla, Minallah, Waridwana. Du siehst sich im Gebet beugen, niederwerfen, Allahs Huld und Wohlgefallen erstreben. Ihre Merkmale befinden sich auf ihren Gesichtern, die Spuren der Niederwerfung. Das ist ihre Beschreibung der Tora und ihre Beschreibung Evangelium lautet, sie sind gleich dem ausgesehenen Samenkorn. Samenkorn fängt an, ja, das seinen Schößling treibt, da kommt Schößling raus, ganz klein, ja, so, ihn dann stark werden lässt, ja, dann wird er dick und steht fest auf seinem Halm. Hiermit, ich habe in einem Tafsir gelesen, dass damit gemeint sind, dass das die ganzen Leute sind, die nachher kommen. So. Warum? Zur Freude derer, die die Saat ausgestreut haben, auf dass er die Ungläubigen bei ihrem Anblick in Wut entbrennen lasse. Auf dass er die Ungläubigen im Anblick der Muslime in Wut entbrennen lasse. So, dann in Sure 9, Vers 120, ja, steht sinngemäß, ja, dass die Gläubigen keinen Weg gehen, wodurch sie die Ungläubigen wütend machen, ohne dass sie dafür Hasanat aufgeschrieben bekommen. Sinngemäß in Sure 9, Vers 102, man kann sich den ganzen Vers durchlesen, der Vers ist etwas länger. Dann siehst du in Sure 5, Vers 54, ja, ich sage das sinngemäß, man darf den Koran nicht sinngemäß rezitieren, nur es ist ja eine sinngemäße Übersetzung. Deswegen könnte mich eventuell jemand kritisieren. So, dann hier. O, in dir ihr glaubt, wer von euch von seinem Glauben abkehrt, wisst, Allah wird bald ein anderes Volk bringen. Guck mal. O ihr, die ihr glaubt, wer sich von euch von seinem Glauben abkehrt, falls das passiert. Und heutzutage ist es wirklich bei vielen passiert. Mehr oder weniger abgekehrt. Dann, ja, was passiert dann? Wisst, Allah wird bald ein anderes Volk, wird dann ein anderes Volk bringen. Das heißt, wenn sich Muslime abwenden, Allah kommt mit einem anderen Volk. So, jetzt, was sind deren Eigenschaften? Hört mal genau zu. Ja. Demütig gegen die Gläubigen, mächtig auftreten gegen die Ungläubigen. Ich habe jetzt die Übersetzung von Frank Bubenheim genommen. Mächtig auftreten gegenüber die Ungläubigen. Ja. Sie werden auf Allahs Weg sich bemühen und werden den Vorwurf des Tadelnden nicht fürchten. Nochmal neu. Die sind demütig gegen die Gläubigen. Das sind die, die kommen. Das sind die, die Allah lobt. Guck mal diese Eigenschaften und frag dich mal, wer die Eigenschaften hat. Erstens, demütig gegenüber den Gläubigen, den wahren Gläubigen, nicht den Munafikun, nicht den Heuchlern, nicht den Angsthasen, gegenüber den Gläubigen. Demütig gegenüber den Gläubigen. Mächtig auftreten gegenüber den Ungläubigen. Sie bemühen sich auf dem Weg Allahs und sie fürchten den Tadel des Tadelnden nicht. Bruder, heutzutage die Muslime, fast alle durch die Bank weg in Deutschland, die fürchten den Tadel des Tadelnden mehr als alles andere. Wenn für die die Zeitung schreibt, radikaler Muslim, Salafist, geht die Welt unter. Dann ist für ihn der Tag erledigt. Alhamdulillah, möge Allah uns diese Eigenschaft geben. Aber wie verbinden wir das mit der Eigenschaft, dass man nett und freundlich sein soll bei der Dawa? Und das ist wichtig. Guck mal, Bruder. Und das ist oft, warum Leute in die Irre gehen.
weil sie nehmen nur einen Teil des Korans und einen Teil der Sunna. Wir wollen alles nehmen und dann das richtige Verständnis finden. Ja. Denn Allah, denn der Prophet sagt, ja, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Ja. Der Riff, die Freundlichkeit ist keiner Sache, außer dass sie schön macht. Wala yunza'u min shay'in illa zanahu. Und von keiner Sache wird sie weggenommen, außer dass sie hässlich macht. So. Ja. Man yuhram rifq yuhram al-khair. Wer keine Freundlichkeit hat, hat kein Gutes in sich. So, aber hier sagen wir, jetzt gucken wir weiter in der Sunna und schauen, wie der Prophet a.s.w. war. Das heißt, es gibt unterschiedliche Situationen. Und natürlich, wenn du mit jemandem über der Dauer redest, wie kannst du freundlich sein, ohne künstlich zu sein? Es gibt manche Brüder, die machen einen Fehler. Die wollen freundlich sein, aber die wirken künstlich. Das merkt das Unterbewusstsein. Weißt du so? Ich hasse dich. So, Entschuldigung für das Wort jetzt, aber ich wollte das jetzt mal so. Das machen sehr viele, machen den Fehler. Bruder, es gibt sogar manche Prediger, die, mashallah, die ich auch sehr schätze, ja, die gute Leute sind. Weißt, man hat ihnen wahrscheinlich erzählt, du musst immer lächeln, damit du freundlich wirkst und die Leute haben dann ihn, weil ansonsten die Medien könnten dann ein Bild von dir machen, wo du streng aussiehst, das ist ja so schlimm für dich, dann geht die Welt unter, weißt du. Und dann versuchen die immer zu lächeln, dann reden die beispielsweise von Höllenfeuer und sind am Lächeln. Ja, und dann geht er in die Hölle und ist dort am Verbrennen. Das passt nicht. Ja, verstehst du, man muss das verinnerlichen, das ist falsch. So, das heißt, wenn du jetzt mit jemandem rechnen müsstest, freundlich mit ihm sein, wie kannst du freundlich sein? Ohne zu schleimen und ohne unterwürfig zu sein und ohne künstlich zu sein. Das ist sehr wichtig in der Dauer. Du kannst das sein, indem du eine Sache verinnerlichst. Du musst dich programmieren. Du musst dir einreden. Ja? Du musst dir sagen, ich wünsche für diese Person das Beste. Wer hat das gemacht? Hud. Zum Beispiel Sure 46, Vers 21 müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Ja? وَثْكُ أَخَ آدٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Ja. Und gedenke des Bruders Ad, also Hud, als er sein Volk bei den Sanddünen warnte, und Warner sind schon vor ihm gewesen und nach ihm, und sagte, dient Allah allein, denn ich fürchte vor euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Das heißt, er verinnert euch das, ich fürchte es vor euch. Dadurch wirkst du nett, aber trotzdem nicht unsicher, trotzdem nicht ohne Selbstbewusstsein, sondern dass du verinnerlichst, ich wünsche für die Person das Beste. Ich will, dass der von der Hölle gerettet wird. Wer hat das noch gemacht? Ibrahim a.s. Ya Abati, oh mein Vater, oh mein Daddy, mein Papi. Inni akhafu ayamassaka adhabu min ar-Rahmani fatakuna li shaitani wariya. Oh mein Vater, ich fürchte für dich, Sure 19, ich fürchte für dich, dass dich eine Strafe von dem Allerbarmer berührt und du dann ein Schutzfreund des, ein Wali des Satans bist. Ja? Das heißt, guck mal, und er sagt hier, Strafe vom Rahman. Warum sagt er Strafe von Rahman? Sheikh Al-Sagd hat uns das mal erklärt. Warum Strafe von Rahman? Guck mal, normalerweise mit Strafe verbindet man doch nicht Barmherzigkeit. Rahman heißt der Allerbarmer. Erstmal, das ist eigentlich eine krasse Widerlegung für unseren neuen staatlich geprüften Islamzerstörer Mohammed Khurshid. Verstehst du? Weil er sagt ja, der ist ja der Allerbarmer und deswegen bestraft er nicht. Hier wird die Bestrafung in Verbindung mit dem Namen Rahman genannt. Das heißt, das kann man echt benutzen, das ist mir gerade eingefallen. Die zweite Sache ist, wenn der Allerbarmer einen bestraft, das zeigt, dass diese Bestrafung wirklich verdient ist. Weil der Allerbarmer würde ihn nicht bestrafen, außer wenn er es verdient hat. Und das ist sehr wichtig, wie gesagt. Deshalb, Brüder, hier muss man die Mitte finden. Wir haben auf der einen Seite Verse dieser Art im Koran. Verse dieser Art, die zur Härte aufrufen. Wir haben auf der einen Seite auch Hadithe, die die Sanftheit und so weiter zeigen. Und das ist auch wichtig, beziehungsweise die Freundlichkeit.
Ja, wir haben auch Verse im Koran, die die Freundlichkeit aufzeigen. Aber Fakt ist, man muss die Mitte bewahren. Und es flikulli maqamin maqamin. Für jede Situation gibt es auch die entsprechende Mitte. Wenn du mit jemandem redest über den Islam, versuchst du auf jeden Fall freundlich zu sein. Aber am besten, aber wie kannst du freundlich sein? Am besten, indem du, wie ich gesagt habe, verinnerlichst, diese Person, wenn ich sie nicht recht leite. Also wenn Allah sie nicht durch mich recht leitet, dann geht sie in die Hölle. Ja, ja, ich wünsche für sie. Und du hast dieses Mitleid für ihn. In dieser Situation, dass du denkst, hoffentlich lädt Allah ihn recht. Das ist der richtige Punkt, um dieses Gefühl rüberzubringen. Und glaub mir, Bruder, wenn das Herz dieses Gefühl hat, dann geht es so rüber zu den Menschen, inshallah. Möge Allah uns diese Weisheit geben. Amen. 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 Amen.